So Leute, ich mache gerade die Gläser sauber, also die aufbauen, die ins Gehege gehören. Aber da mein Handy jetzt gleich leer ist, stecke ich das jetzt einmal an und mache das jetzt, nimm das nicht auf, deswegen nicht wundern, dass das Gehege gleich einfach fertig ist und nicht, ja, dass ich euch nicht so viel mitgenommen habe. Aber ja, nur kurzes Zwischeninfo. Ja, also ich habe jetzt noch den Deckel von Bounties Zweikammernhaus mit Sakrotan eingesprüht, weil das auch ein bisschen dreckig war und ja, vom Wasser halt, weil das die ganze Zeit runtergetropft ist und so. Und ja, genau. Ich habe euch noch eine kleine Info so für zwischendurch jetzt mal kurz, weil das gerade einweicht und ich gerade nicht zu tun habe sozusagen. Und ja, also, ich wollte euch sagen, die kleinen Süßen bekommen bald, hoffentlich. Also, ich glaube, das kann noch so ein paar Wochen dauern. Ich glaube, in den Sommerferien kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ein Gehegeschrank. Ja, ich hatte geplant, einen Gehegeschrank zu bauen. Ja, mit einem Freund von meiner Mutter und meiner Mutter und mir. Ja, ich freue mich da voll drauf. Das sind dann 3 Etagen. Das heißt, alle 3 Hamster können können in eine Etage rein. Und geplant ist, dass er 1,60 lang wird. Aber dazu kommt dann natürlich auch noch ein Aufbauvideo, ein Kaufvideo. Also ich denke mal, das schneide ich dann alles zusammen, damit ihr vielleicht auch, weil ich habe davon schon immer geträumt, mal so einen Gehegeschrank zu haben, weil ich das immer schon voll cool fand. Und ja, also ich werde dazu auf jeden Fall ein Video drehen und es auch zusammenschneiden. Das heißt, den Kauf, den Bau, alles Mögliche und es einmal grob zeigen. Und dann kommt natürlich einzelne Gehegevideos von den Süßen. Und ja, ich freue mich da mega drauf. Und die einzelnen Gehege sollen halt 1,60 x 50 x 50 werden. Ja, so dass alle Platz haben. Und ich freue mich da mega drauf, besonders für Coco, da sie ja sehr aktiv ist. Und ich glaube, das wird sie richtig ausnutzen. Und ja, jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. So Leute, das Sakrotan sollte jetzt mehr als genug eingeweicht worden sein. Oder ist genug eingeweicht? Wie soll das heißen? Sorry. Und ja, genau. Ich werde das jetzt mit dem Lappen hier auswaschen. Ei. Und werde jetzt erstmal anfangen. Und versuchen, das Sakrotanzeug dann wieder da raus zu bekommen, sozusagen. Den Geruchstest mache ich jetzt auch kurz. Es stinkt gar nicht mehr. Also, guter Tipp. Sakrotanspray für ein stinkendes Laufrad. Und dann aber unbedingt gut wieder auswaschen. So, also bei Kenny ist jetzt ein bisschen was verwüstet, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, weil ich das nicht so schlimm finde, weil ich es trotzdem immer noch voll schön finde, so, das ist sehr Natur. Auf jeden Fall ist hier ihr Laufrad jetzt drin und ja, es ist dunkel, weil da dieses Wasser noch am Kork ist, aber das trocknet ja wieder. Und ja, also Coco und Bounty sind fertig. Hier noch einmal über den Überblick, den Bounty. Ich werde auch, denke ich mal, bald eine kleine Gehegetour nochmal von seinem Gehege machen, damit ihr nochmal alles wisst. Und jetzt habe ich auch das Laufrad schön gestellt, weil vorher konnte der da gar nicht richtig rein und das Sand. Und der Sand war etwas Blockade und ja, keine Ahnung. Jetzt ist aber bald wieder alles gut und yeah. Genau, jetzt machen wir mal weiter.